Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Spider-Man 2. In der letzten Folge haben wir mit Harry / mit Venom gespielt und wir haben Kraven gekillt. Also wirklich fertig gemacht. Er hat sich für den Kampf bedankt im Endeffekt und wurde dann zerrissen. Oder nur den Kopf abgefressen. Viel zu heftig. Jetzt hacken wir uns ins Oscorp-Netzwerk in der Hoffnung, dass Harry noch seine Karte dabei hat und wir ihn orten können über die Oscorp-Satelliten. Bitte hab noch den Ausweis. Gut, dort ist ein starkes Signal. Ich muss weiter. So, und den Yakuza-Anzug fand ich dann so im Nachhinein doch nicht ganz so geil. Deshalb habe ich jetzt selber mal einen anderen angezogen. Das Signal bewegt sich. Echt, Harry muss sie noch bei sich haben. Platz der Fantastic Four, oder was? Ich war so fies zu Harry, als ich den Anzug hatte. Ich muss ihn finden, mich entschuldigen und zu ihm durchdringen. Oh, ich bin ja mal gespannt, wo das jetzt noch alles hinführt, ey. Ich komm näher, Kumpel. Hilfe ist unterwegs. Halte durch. Wir befreien dich von diesem Ding. Gemeinsam mit deinem Dad und Dr. Connors bringen wir dich in Ordnung. Ja, du weißt aber, dass das nicht so leicht ist, ne? Wenn der Anzug dich mal hat. Das Signal ist stehen geblieben. Bleib dort, Kumpel. Orten wir seinen Standort etwas genauer. Er muss unter der Überführung sein. Okay. Das ist bestimmt gleich wieder richtig hart ins auf die Mappe. Was ist das für ein Zeug? Nö. Harry, bist du hier irgendwo? Ja, das ist der Symbiont, Junge. Mist, nur sein Abzeichen. Vielleicht ist er hier noch irgendwo. Wenn ich zu ihm durchdringen kann, wird er auf mich hören. Meinst du? Meinst du, du versuchst zu dir durchzudringen? So einfach war das nicht. Ja, da bist du. Oha. Ich bin's. Hey, Harry. Kannst du mich hören? Wir finden schon noch ein Heilmittel. Etwas Besseres. Oha. Harry? Harry? Du bist nicht. Ich könnte zusätzliche Symbiontenstärke jetzt gut gebrauchen. Ach du Schande. Oh nein. Mehr. Hat Harry diese Leute irgendwie in Symbionten verwandelt? Schrecklich. Wie halte ich sie auf, ohne sie zu verletzen? Die Dinger sind heftig. Ich brauche Miles Hilfe. Du bist bei Miles. Lass was hören. Miles, es gibt ein Problem mit Harry. Der Anzug hat ihn irgendwie verändert. Harry verwandelt Leute in Symbionten. Ich komme klar, aber es ist, als würde ich Sirup boxen. Es muss einen besseren Weg geben, den Leuten zu helfen. Ruf mich an! Einen habe ich wohl befreit. Ich muss Harry aufhalten, bevor das aus dem Ruder läuft. Ganz ruhig, nicht bewegen. Alles wird gut. Hoffe ich. Alter, wo kommen die denn alle jetzt her? Das waren doch nur drei. Heilung verkackt.
Ist alles in Ordnung? Miles, ich brauche hier deine Hilfe. Nachrichten erhalten. Sorry, meine Mom gesucht. Hast gesehen, dass Craven tot ist? Was? Nein. Glaubst du, das war Harry? Vielleicht. Vermutlich. Stoppen wir ihn. Okay, ich habe eine Idee. Als du unter seinem Einfluss warst, haben sich bestimmte Klänge geschwächt. Die Glocke. Aber die können wir nicht rumschleppen. Nein, aber ich habe eine Mix-App auf dem Handy. Ich kann den Klang der Glocke nachbilden und gegen Harry und seine Armee richten. Das ist brillant. Gut, dass du Musiktechnologie studierst. Das darfst du gern dem Aufnahmegremium vom College sagen. Was geht's, Genki? Da bist du ja. Deine Mutter und wir ich... Wir haben dich gesucht. Und ich habe euch gesucht. Ich habe eine Nachricht geschickt. Die habe ich nicht gekriegt, weil wir in der U-Bahn waren, um dich zu suchen. Zum Glück geht's dir gut. Ich begleite deine Mutter nach Hause. Kommst du hin? Ich muss noch was erledigen. Aber ich komme so schnell ich kann. Ich würde hier bloß abparken, bis die fertig sind mit Quatschen. Dann können wir gleich hier durchziehen. Okay. Ich muss den Klang von Cravens Glocke nachahmen. Welche Geräusche kann ich hier benutzen? Perfekt. Ja, die Glocke gleiche da. Form wie Cravens Glocke. Allerdings wesentlich kleiner. Eine echte Echokammer. Könnte nützlich sein. Wie kriege ich die Glocke in den Hangar? Hier. Echt, jetzt muss ich eine andere Position dafür? Warte. Der Container sieht gut aus. Den fallen zu lassen, gibt einen schönen Klang. Ja. Nö. War schon wieder blockiert, oder was? Aufgenommen. Okay. Wow. Symbionten. Wie sind die so schnell hergekommen? Sorry für den Schlag. Bleib liegen, bis ich hier fertig bin. Pete hatte recht. Die Dinger sind zäh. Nicht vergessen, da sind Menschen drin. Oh ja. Bist du nicht vergessen, da sind Menschen drin, aber schön schocken hier alle. Ich muss den Mix beenden, bevor noch mehr auftauchen. Ja, ja. Jetzt die Glocke läuten. Ja, ja, bin dabei. Wo ist er denn? Mich veräppeln? So. Fast. Ich brauche mehr Echo. Im Hangar halt es sehr. Da ist der Motor, aber ohne Saft. Ja, mach wie doch. Krieg ich die Glocke in den Hangar? Na also. Ich würde sagen, wir fahren einfach rein. Wow, das war ein Viehsturm. Das ist gut. Ja, das Echo ist drauf. Fast fertig. Jetzt noch einen niederfrequenten Boost. Der pulsiert. Zum Beispiel... Ja. Ein Hubschrauberrotor. Ich muss da hoch. Na dann. Schraubi, warte doch mal. Ich muss ganz nah an den Rotor.
Naja, dann. Aber die Katze, pass doch auf die Katze auf. Spidey Kopf einziehen. Ja, geschafft. Oh nein, da kommt noch mehr. Wo kommen die her? Na dann. Spider-Man, Symbioten folgen mir nach Uptown. Ich brauche Hilfe. Bin unterwegs. Hast du die Sounds? Ja, ich muss nur noch überlegen, wie wir sie nutzen können. Da habe ich eine Idee. Bin gleich da. Nice, Alter. Wir haben jetzt auch mal wieder andere Farben. Aber die gelben, die lilanen, sind die lilanen jetzt schon wieder stärker, oder? Wir müssen eindeutig unsere Kraft verbessern, ey. Mal alle her. Male her, habe ich gesagt. Naja, war nicht so viele. Wow. Alter, was war das denn? Was war das? Habe ich jetzt nicht gecheckt. Das irgendwas Rotes war das, oder? Spider-Man! Symbioten folgen mir nach Uptown. Brauche Hilfe. Bin unterwegs. Hast du die Sounds? Ja, ich muss nur noch überlegen, wie wir sie nutzen können. Da habe ich eine Idee. Bin gleich da. Hängt da oben auch ein bisschen frech an der Wand, wa? Wo ich nicht rankomme. Mal, da ist noch was für mich. Alter, ist schon heftig hier, ey. Mal her hier. Noch einer ohne Fahrschein? Ah. Sowas nennt man dann einen Blitzangriff, ne? Komm schon, Pete! Wo bleibst du? Alter, ist das ein hartes Gekloppe, ey. Bin da. Was war? Sehr witzig. Ich übertrage diese Geräusche. Ich hoffe, dass... Komm schon! Los! Was nun? Eine Erschütterungsstoß wurde zum Schallstoß verbessert. Setze ihn gegen Symbionten ein, um sie kurzfristig angreifbar zu machen. R1. Wow, das funktioniert. Gute Arbeit, Mike. Retten wir diese Leute. Das ist schon besser. Bleib liegen. Geschafft! Ich habe den Sanitätern die Position markiert. Sie kümmern sich drum. Gute Idee. In der U-Bahn ist die Hölle los. Wir kommen nicht weiter. Glibber an den Scheiben. Genki? Sind Frederick Douglass Circle. Wir sitzen viel.
Genki sind unterwegs. Gut. Beeil dich, Miho. Hab ich nicht. Ich dich auch. Wieso macht Harry das? Wieso erschafft er diese Dinger? Ich glaube nicht, dass Harry das macht. Nicht der, den ich kenne. Wer denn dann? Der Symbiont? Ja. Ich bin kein Experte, aber ich glaube, er will sich ein neues Zuhause erschaffen. Ich glaube, da hast du recht, Spidey, ne? Oh, sei nicht aufgepasst. Sorry, Leute. Ich kann gerade keine Rücksicht nehmen hier auf euch. Harry? Das ist Harry? Oh, Grüne auch noch. Wo ist der hin? Wir suchen ihn später. Jetzt müssen wir deine Mom und Genki retten. Aufgepasst! Als du den Anzug hattest, sahst du anders aus als Harry. Ich glaube, das wäre irgendwann aus mir geworden, wenn du nicht wärst. Ich ruf meine Mom und Genki an. Sie gehen nicht ran. Wir müssen da rein. Werden wir, sobald wir aufgeräumt haben. Wenn sie sich in diese Dinger verwandeln. Denkt nicht darüber nach. Erledigen wir erstmal die hier, dann können wir rein. Geschafft. Ja, zu zweit geht das eigentlich ganz gut, ne? Muss man ja mal sagen. Hätte ja klappen können. Spider-Man, du bist's. Ja. Ja. Die Türen klemmen. Wir müssen die Ranken irgendwie bewegen. Ihr müsst euch beeilen. Diese Ranken leben alle und sind verbunden. Irgendwo muss es einen zentralen Nerv geben. Da. Bingo! Treffen wir einen Nerv. Es zieht sich zurück. Das reicht nicht. Sie wollen immer noch in die Züge. Es muss hier irgendwo noch ein Nervencluster geben. Wenn die nicht machen sollen, kommen bestimmt gleich welche. Oh, wow. Zu groß für einen Schallstoß. Vielleicht können wir sie verketten. Ja, aber synchronisieren dauert. Mhm. Naja, dann los geht's. Wie lange brauchen sie? Bro, hörst du das? Wie viel Zeit ist noch? Eine Minute? Vielleicht länger? Ach doch, dein Spidey-Sinn. Das kann haarig werden. Ach, wir sind hier wirklich unerwünscht. Komm her! Gut so! Macht ihr da? Alter Schwede, ich krieg Heavy Metal, ey. Sie schießen Zeug auf uns. Ich weiß, bleib in Bewegung. Ich häng fest. Alter Schwede. Sie nähern sich den Waffen. Fast geschafft. Es fehlt nur noch eine. Mai? Würdest du mit? Tentakel kommen durch die... Also Leute. Haltet durch. Wir sehen euch. Ihr schafft es. Weiter so. Nur noch ein bisschen. Mal los. Das ist nicht gut. Sie sind zu nah. Ja, ich krieg schon mit. Oh, was? Gib nicht auf, Spider-Man!
Oh. Ey, sind das viele. Wir sind hier wirklich unerwünscht. Echt gut. Ich hab wohl keinen Timing. Jo, hast du. Gut so. Alter, ist das ein Kloppier, ey. Komm her. Nice. Sie schießen Zeug auf uns. Ich weiß, bleib in Bewegung. Ich eile zur Hilfe. Klasse, mach weiter so. Jetzt fehlt nur noch eine. Mai, hörst du mit? Tentakel kommen durch die... Halten, Leute! Haltet durch! Wir sehen euch! Ihr schafft es! Weiter so! Nur noch ein bisschen! Mist! Mach doch! Alter! Ey! Weil der den Angriff nicht gemacht hat, ey. Wir sind hier wirklich unerwünscht! Weit macht's mehr Spaß! Echt gut! Komm zu mir! Ich komme nicht mehr zu euch, ihr kommt zu mir, damit das klar ist. Super! Pete, wir sind beim Herzen! Gut so! Aua. Kinderspiel, das ist nicht gut. Sie sind zu nah. Was geschafft? Es wird nur noch eine. Mai? Hörst du mich? Halte durch. Wir sehen euch. Ihr schafft es. Wir müssen sie jetzt aufhalten! Diese Leute zählen auf uns! Wir müssen die Waffen beschützen, um den Zug zu retten! Nur noch ein paar Sekunden! Doppelhelm-Spezial-Kombo! Geschafft. Oh, war das heftig. Die Kämpfe sind echt heftig. Spider-Man. Dir geht es gut. Was ist passiert? Ich habe deinen Rat befolgt und Dinge losgelassen, die mir nichts bringen. Komm schon. Die Katze im Rucksack ist geil. Ich dachte, ich würde sterben. Und mein Leben lief vor meinen Augen ab. Du bist okay.
damals, als wir an meinem Geburtstag Minigolf spielten und ich gewann, das war geschummelt. Ich habe den Ball heimlich mit der Hand ins Loch gelegt. Du warst 8? Und ich mochte die Sandwiches nie, die du mittags immer mit mir getauscht hast. Aber ich habe so getan, weil du die Bunch an meiner Mom so mochtest. Und ich treffe mich neuerdings mit jemandem, sie heißt Andy und sie ist toll. Und ich habe mir ein Sequel zu Speed Nonna gemacht. Moment, Moment. Andy vom Chemiekurs? Die ist echt cool. Danke fürs Retten. Weißt du, tut mir echt leid, dass ich so beschäftigt bin. In Zukunft nehme ich mir mehr Zeit für dich. Sei vorsichtig. Gecky, gehen wir zu mir. Ich koche uns was zu essen. War nicht mehr in der U-Bahn? Der nächste Schritt? Ach doch. Harry finden. Ich checke Downtown. Ich nehme Uptown. Uptown Girl. Während ich nach Harry suche, sollte ich ein paar andere Dinge überprüfen. Was denn? Ärger mit Harry abgeschlossen. Das wäre jetzt hier so eine Stelle gewesen, hier hätte was sein können. Ein bisschen wenigstens. Stufe 29. Ja, Leute, aber das war's erstmal wieder heute für Spider-Man 2. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen nach oben und ein Abo da. Dann verpasst ihr auch keine zukünftigen Folgen mehr und ihr unterstützt mich und meinen Kanal. Haut rein, bis zum nächsten Mal.